Also dann, einer gegen einen. Wer zuerst 5 hat, gewinnt das Büro. Fragen? Ja, Sheldon? 5 was? Bälle im Korb. Der war off, oder? Auszeit. Hier ist nicht genug Platz. Wisst ihr noch, wie die Mobber uns früher fertig gemacht haben? Ja. Ich kann sie verstehen. Das hat er mit Absicht gemacht. Nein, das hat er nicht. Nichts, was hier passiert, geschieht mit Absicht. Okay, vergessen wir einer gegen einen. Versuchen wir es mit Freiwürfen, okay? Der erste von euch, der einen Korb erzielt, gewinnt das Büro. Da machst du es uns zu leicht, Hofstetter. Nein, ganz bestimmt nicht. Nutze die Macht, Sheldon. Nutze die Macht. Ich brauche noch mehr Macht. Also dann, Cooper, mach dich für die Trauer bereit. Kriege ich einen Punkt dafür? Gut, ihr hattet 45 Minuten und es ist nicht mehr lustig. Versuchen wir was anderes. Welchen Vorschlag machst du? Ich zähle bis 3 und ihr prellt den Ball so fest auf den Boden, wie ihr könnt. Und wessen Ball höher fliegt, gewinnt. Oh, jetzt gehst du unter, Cooper. Ach, sag das nicht, Kripke. Ich habe zu meiner Zeit viele Gummibälle springen lassen. Okay, genug des Sprücheklopfens. 1, 2, 3. Sheldon war höher. Gratuliere, Sheldon, das Büro gehört dir. Wer kriegt jetzt einen ungenügenden Sport, hä?